Hi, ich bin Elisa und komme aus Dresden und die Bike24 Sommertour macht heute Halt hier in Dresden am Blauen Wunder. Heute nehme ich euch mit auf eine meiner Lieblings-Gravel-Runden in Dresden und Umgebung. Willkommen beim Perfect Day. Wir starten am Blauen Wunder und nehmen den schönen Elberadweg Richtung Schloss Pillnitz. Bis dahin war es ganz entspannt gewesen, aber jetzt geht's hoch Richtung Meißendorfer Höhe. Da wird es eine ordentliche Steigung bis zu 20% geben. Und im Windpillerhaus können wir ein leckeres Stück Kuchen genießen. Wir nehmen die Heide mit und die Waldautobahn. Ihr werdet sehen, was es ist. Und es gibt auch nicht nur die großen Wege, sondern auch die kleinen Passagen, die Trails, wo es auch ganz schön ruckeln kann. Wir sind aus der Heide raus und landen direkt wieder in der Stadt, in dem Szenenviertel Dresdens Neustadt. Wir steuern dann das Café Thalia an. Das ist ein sehr beliebtes Café bei Rennradfahrern. Die Runde ist fast vorbei, aber wir nehmen noch die wunderschöne Altstadt mit. Das dürfen wir nicht verpassen und fahren dann den Elberadweg wieder Richtung Blaues Wunder. Das war die Runde im Schnelldurchlauf und jetzt geht's los. Der Elberadweg ist einer der schönsten Radwege Deutschlands. Wenn man Lust hat, kann man von Dresden bis nach Hamburg durchfahren. Nun kommen wir zum ersten Punkt, Schloss Pillnitz. Das ist ein Schloss aus dem 18. Jahrhundert, aus der Barockzeit. Und es ist mit ganz vielen wunderschönen Gärten verbunden am Elbufer. Bis dahin war es ganz entspannt gewesen, aber jetzt geht es ordentlich hoch, Richtung Meißendorfer Höhe. Der ein oder andere muss wahrscheinlich schieben, weil mein Radcomputer sagt, teilweise sind es 20%. Und das ist nicht ohne. Aber wir werden dann eine atemberaubende Aussicht über Dresden haben. Darauf freue ich mich jetzt schon. Das ist das Schöne an Dresden. Man muss bloß einen kleinen Berg hoch. Oh Mann, das ist Wahnsinn. Oh, ich glaube, jetzt war es ein bisschen anstrengend. Ich könnte jetzt ein Stück Kuchen vertragen. Wir machen mal einen Abstecher zum Windmüllerhaus. Das ist hier gleich in Zaschendorf. Kuchen war lecker, aber jetzt müssen wir hier leider weiter. Wir fahren jetzt dort drüben am Friedenberg vorbei. Das ist die höchste Erhebung in Dresden oder der höchste Berg. Wir fahren über das Schönfelder Hochland Richtung Dresdner Heide. Diese Landschaft ist der Wahnsinn. Der Schotterweg, die Felder, geht berghoch, bergunter. Eigentlich perfekt für so eine Fahrradtour. Und kommen wir vom Asphalt und von dem Hochland runter und kommen endlich in die Heide. Das ist das größte innerstädtische Waldgebiet in ganz Deutschland oder mit das größte. Und ich zeige euch jetzt gleich die Waldautobahn. Los geht's! Na, wie gefällt euch die berühmte Waldautobahn? Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. So könnt ihr kilometerweit durch die Heide fahren. Auch das gehört zum Graveln dazu. Man muss auch das Radl manchmal schieben oder einfach irgendwo drüber heben. Jetzt kann es weitergehen. Ich bin definitiv begeistert. Was hat euch gefallen? Schloss Pillnitz oder die Heide? So, ich würde mal sagen, die Ruhe ist vorbei. Jetzt sind wir hier in dem Szenenviertel Neustadt in Dresden angekommen. Hier gibt es unzählige Cafés, Restaurants, Bars, hier gibt es auf jeden Fall was zu sehen. Hier gibt es ganz viele Menschen und als nächstes sind wir beim Café Thalia. Ein ziemlich bekanntes Café unter den Bikern. Hier aber aufpassen mit den Schienen. Für uns geht es jetzt weiter Richtung Altstadt. Das darf in unserer Tour auf jeden Fall nicht fehlen. Wie immer muss man hier an den roten Ampeln warten, aber wenn es grün wird, müssen wir los. Goldene Reiter.
Über Dresden gibt es eigentlich so viel zu erzählen, aber ich würde euch raten, guckt im Internet nach, was es für Sehenswürdigkeiten gibt, was ihr hier Tolles erleben könnt. Hier seht ihr auf jeden Fall die Frauenkirche hinter mir. Ich würde sagen, wir fahren wieder zum Blauen Wunder zurück und genießen nochmal den letzten Abschnitt an dem Elberadweg. Gerade so herrlich mit der untergehenden Sonne im Hintergrund. Ein kleiner Sundowner sozusagen. So, hier sind wir wieder am Blauen Wunder. Ich sehe es dort von. Und hier ist dann auch unsere Tour vorbei. So, ich bin auf jeden Fall fertig. Das waren knapp 50 Kilometer, 500 Höhenmeter. Wir sind einen Elberadweg bis hinter nach Pillnitz, dann die Berge hoch, die Heide mitgenommen, Schotteranteile. Das war auf jeden Fall eine aufregende Tour. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat, wenn ihr die Tour gefahren seid. Ich verabschiede mich hier von der Bike24 Sommertour hier in Dresden. Es geht natürlich weiter. Und fahrt vorsichtig und wir sehen uns. Tschüss!